Der ehemalige französische Staatspräsident Mitterrand sagte einmal: Burgund ist kein Land, Burgund ist das Leben. Weinbau, Klöster, Schlösser und historische Städte prägen diese Landschaft. Der um sein Seelenheil besorgte Kanzler Roland gründete Mitte des 15. Jahrhunderts das Hôtel Dieu, das als karitative Institution tätig war. Im Vordergrund stand die Krankenpflege. Es wurden aber auch Obdachlose beherbergt und verköstigt. Zum dauerhaften Erhalt der Einrichtung überschrieb er dem Hospiz hochwertige Weinberge, aus deren Ertrag sich die Einrichtung selbst finanzieren sollte. Das System funktioniert bis auf den heutigen Tag. In den 1970er Jahren wurde das Krankenhaus aufgelöst. Ein Altersheim besteht noch in den angrenzenden Gebäuden. Heute ist es ein vielbesuchtes Museum. Die Skulptur »Christus im Elend« ist über dem Eingang zum Krankensaal angebracht. In Drachenköpfen enden die Querbalken der gewölbten und reich verzierten Holzdecke. 28 Betten reihen sich an den Wänden des ca. 70 Meter langen Raumes. Was heute adrett aussieht, war früher Schauplatz von Not und Leid. Der Kranke konnte von seinem Bett aus die Messfeier verfolgen. Seul heißt frei übersetzt, du Alleinige. Der Kanzler drückte damit seine Verehrung für seine früh verstorbene Frau aus. Der mittelalterliche Flügelaltar zeigt das Weltgericht. Sehr eindrucksvoll gestaltete der niederländische Maler die Szenerie. Beaune ist neben dem Hôtel Dieu auch für seine Senffabrikation bekannt. Les épices, le pain d'épices, la crème de cassis, la ligotée, le miel et la graine. Bei einer Betriebsbesichtigung erfahren wir viel Wissenswertes um den Senf, der eine lange Tradition in Beaune aufweist. Ende des 14. Jahrhunderts
wurde die Herstellung erstmals reglementiert. Das Grundrezept besteht aus drei Zutaten: grüner Traubensaft, Senfkörner und Salz. Tournus wartet mit einem mittelalterlichen Stadtkern auf. Der Ort wurde zur gallorömischen Zeit als Sohnhafen gegründet. Hinter dem Kai ragen die beiden ungleichen Türme der Westfassade und der mächtige Vierungsturm von Saint-Philibert empor. Die frühromanische Kirche wurde im 11. Jahrhundert erbaut. Hoch oben liegt auf einem steil abfallenden Felsen das Dorf Brancillon. Vom Kirchenvorplatz aus reicht der Blick weit über das ganze Tal. Wenige Kilometer nördlich von Cluny befindet sich auf einem Hügel Tessé. Seit der Friedensbewegung der 1960er Jahre ist diese weltoffene Gemeinschaft vor allem für junge Menschen ein Ziel. Die ca. 100 Glaubensbrüder gehören verschiedenen christlichen Bekenntnissen an. Sie sind bestrebt, für die Völkerverständigung und die Versöhnung der christlichen Konfessionen zu wirken. Das Château de Caumartin ist ein seltenes Kleinod unter den Schlössern in Frankreich. Anfang des 17. Jahrhunderts erbaut, entspricht die Architektur dem Geist der italienischen Renaissance. Bis auf den heutigen Tag hielten sich hier immer wieder prominente Gäste auf, zum Beispiel Ludwig XIII., Kardinal Richelieu, Caruso, Mitterrand und andere. Thank you.
Im 11. Jahrhundert war Cluny das wichtigste Zentrum des benediktinischen Mönchtums in Europa. Die Abtei war dem Zugriff weltlicher, aber auch geistlicher Autorität entzogen. Weder der Graf noch der Bischof von Mâcon waren berechtigt, sich in die Angelegenheiten der Mönche einzumischen. Sie waren direkt dem Papst unterstellt und nur ihm allein verantwortlich. Durch Schenkungen und Stiftungen hatte die Abtei ein unermessliches Vermögen angehäuft. So entstand die größte Kirche der damaligen Zeit. Der Niedergang des Ordens begann im 14. Jahrhundert. 1791 wurde die Abtei geschlossen und verkauft. Der Erwerber ließ die herrliche Kirche Stein für Stein abtragen, um diese als Baumaterial zu verkaufen. Somit blieben nur noch wenige Gebäudereste erhalten. Nahe der Ortschaft Pouilly ist ein eindrucksvolles Naturdenkmal zu bestaunen, der Felsen von Solutré. Ein Ritual von Präsident Mitterrand war es, diesen Felsen alljährlich am Pfingsten zu erwandern. Ausgrabungen ergaben, dass Wildpferde bereits vor ca. 20.000 Jahren unterhalb des Felsens erlegt wurden. Eine Märchenkulisse,
gibt das Wasserschloss in La Clayette ab. Allerdings sind beträchtliche Teile des Gebäudes das Resultat eines Wiederaufbaus im 19. Jahrhundert. Besichtigen kann man die Anlage nicht. Das Städtchen weist eine weitere Attraktion auf: Chocolat Bernard Dufou. Der Hersteller führt den Ehrentitel Bester Chocolatier Frankreichs. Also, herzlich willkommen hier in La Clayette. Voilà. Donc, il est très connu hein, dans la région et aussi dans toute la France. Hein, et il est très réputé pour son chocolat noir, surtout. Er ist hier in der Region, aber auch über diese Region in Frankreich hinaus bekannt. Und er hat einen ganz besonders guten Ruf für seine dunkle Schokolade. Also wichtig ist zunächst mal zu wissen, woher die Schokolade herkommt. Die beste Schokolade kommt aus Zentralamerika und Venezuela, von den Karib und Venezuela abgemacht. Sie können sich das vorstellen wie bei Erdnüssen, ja, diese einfache Haut um die Erdnüsse. Und dann, was sie dann da drin haben, das ist der reine Kakao. Anschließend muss diese Masse 2 bis 3 Tage ununterbrochen umgerührt werden, damit die ganzen Aromen wirklich zur Geltung kommen. Ensuite, il va prendre moins de volume, va se rétracter et il va permettre au chocolat de débouler facilement, très facilement. Also die Schokolade ist ganz einfach aus der Form rauszuholen, weil sie beim Erkaltungsprozess sich zusammenzieht. En fait, c'est ça. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Okay. En fait, c'est pour développer les arômes. In Semur-en-Brionnais ragt das Château Hugues auf, das die älteste Burg in Burgund ist. In ihr erblickte Hugo, der große Abt von Cluny, das Licht der Welt. Er war es auch, der den Bau einer romanischen Dorfkirche veranlasste, die sehr gut erhalten ist. Der Architrav des Portals zeigt Szenen aus dem Leben des heiligen Hilarius. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde das heutige Rathaus im Stil der Renaissance errichtet. Es diente anfangs als Stadthaus für einen reichen Tuchhändler. Paris-Le-Monial ist das Ziel vieler Wallfahrer. Anmutig spiegelt sich die romanische Basilika im Wasser des Kanals. Das Bauwerk vermittelt im verkleinerten Maßstab ein Bild davon, wie die zerstörte Abteikirche in Cluny einstmal ausgesehen haben muss.
viel Text. Oh. Und der Musik und. Aber clean Eier. Pferderennen! Ein begeisterter Sammler zeigt uns gerne seine Schätze. Wenn du drehst und raubst, auch Spielraum. Das Schild weist auf den Tempel der tausend Buddhas hin, der nahe La Bolée zu erblicken ist. Aussteiger der 1970er Jahre gründeten eine buddhistische Gemeinde und ließen den Tempel in traditioneller Bauweise von tibetischen Handwerkern errichten. Ziel des Ordens ist es, die Lehren Buddhas zu verbreiten. Bereits unter Augustus wurde Autun zu einer Stadt ausgebaut. Noch heute sind römische Zeugnisse vorhanden, wie zum Beispiel das Andreastor. Es ist eines der vier Tore, die gemeinsam mit über 50 Türmen die gallorömischen Befestigungen bildeten. Bei diesem Bauwerk fällt die unübliche, schmuckhafte Komponente auf. Von dem antiken Theater sind nur noch spärliche Reste zu sehen. Die Archäologen schätzen, dass es auf eine Kapazität von rund 15.000 Zuschauern konzipiert war. Damit zählt es zu den größten seiner Art in Gallien. Heute wird es gelegentlich für Freilichtaufführungen genutzt. Anfang des 12. Jahrhunderts war Autun bereits Bischofssitz und ein beliebter Wallfahrtsort, nachdem die Reliquien des heiligen Lazarus um die Jahrhundertwende von Marseille hierher überführt worden waren. Mit dem Bau der Kathedrale wurde 1120 begonnen. Wegen den späteren Veränderungen wirkt sie heute nicht mehr romanisch. In der Französischen Revolution wurden das Lazarusgrab und andere Teile abgerissen. Zu den schönsten Werken der romanischen Bauplastik gehören die Skulpturen im Bogenfeld des Hauptportals. Thank you.
im Kapitelsaal können einige der besten Arbeiten des Bildhauers Gisle Bertus betrachtet werden. Gegenüber der Kathedrale befindet sich das Musée Rollin mit Werken aus der gallorömischen Zeit und der Romanik. Das bedeutendste Ausstellungsstück des Museums ist die Darstellung der Eva. Eingebettet in Tannen- und Lärchenwälder ist der Lac des Setons ein beliebtes Gebiet für Wassersport und andere Freizeitmöglichkeiten. Ein Netz von Wanderwegen umgibt den See. Saulieu ist der Hauptort des Morvan und seit Jahrhunderten für seine gute Gastronomie bekannt. Das Café Parisien wurde im frühen 19. Jahrhundert eröffnet und ist bis heute eine Institution. Es besitzt einen nostalgischen Charme. Knapp 30 verschiedene Käsesorten gibt es in Burgund, als klassisches Weideland für Kuh, Schaf und Ziege. Carré-les-Taubes ist ein weltabgeschiedenes 700-Seelen-Dorf. Um die Kirche liegen aufgereiht Sarkophage aus der Zeit zwischen dem 7. bis 10. Jahrhundert. Warum diese Anordnung gewählt wurde, bleibt bis heute ein Rätsel. Im Mittelalter pilgerte vom Kaiser bis zum Bettelmönch ganz Europa auf den heiligen Hügel von Vézelay. Selbst die Häuser scheinen auf die Westfassade der Abteikirche Sainte-Madeleine zuzustreben. Die Kirche ist eine der bedeutendsten architektonischen Zeugnisse des christlichen Abendlandes und steht auf der UNESCO-Weltkulturerbe-Liste. Die Basilika markiert den Übergang von der Romanik zur Gotik. Thank you.
Das berühmteste Kapitell ist die mystische Mühle. Moses schüttet das Korn des alten Glaubens in Paulus Mühle. Der Schrein in der Krypta soll Reliquien der heiligen Magdalena bewahren. In Gédelon soll bis 2023 eine mittelalterliche Burg entstehen. Bon, alors tu remplis ton tableau, mais alors immédiatement, automatiquement, tes largeurs, temps, que va. Bon. Festungen dieser Art demonstrierten im Mittelalter Macht und Reichtum. Wir staunen, wie mit großer handwerklicher Geschicklichkeit und einfachen Mitteln große Bauwerke entstehen können. T'as vérifié, elle passe bien, Olivier? Patrick, je viens de voir Florian qui vient de me griffer, t'as besoin de moi pour manger à midi et garder quel poste? Tu vois avec Eugène? Auxerre, im Herzen eines Weinbaugebietes gelegen, ist der Hauptort des Niederburgunds. Vom Ufer der Yonne aus ergibt sich ein überwältigender Panoramablick auf die Altstadt. Mächtig ragt die gotische Kathedrale Saint-Étienne auf, deren Bau Anfang des 16. Jahrhunderts abgeschlossen war. Der Südturm blieb jedoch unvollendet. Thank you.
Die Krypta aus dem 9. Jahrhundert ist eine der besterhaltenen Bauwerke aus der karolingischen Zeit. Das Fresko zeigt vier reitende Engel. Im Zentrum sitzt Christus auf einem Schimmel. Diese Darstellung ist einzigartig und zählt zu den ältesten erhaltenen Wandmalereien in Frankreich. Auch Sonne und Mond werden auf dieser Uhr angezeigt. Der Torturm Tour de l'Horloge war ein Teil der Stadtbefestigung und ist das bekannteste weltliche Wahrzeichen von Auxerre. Ein Ort, dessen Name Weltruhm erlangt hat. Er steht synonym für hochwertigen Weißwein. Vier Appellationen begründen diesen Ruf: Petit Chablis, Chablis, Premier Cru und Grand Cru. Die besten Lagen findet man im Dorf Feuillet und in Chablis selbst. Lediglich 500 Hektar umfasst das Anbaugebiet für diese Weine. Südlich von Chablis befindet sich das mittelalterliche Bilderbuchdorf Noyers-sur-Saran. Es zählt zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Abgelegen in einem schmalen Bachtal liegt die am besten erhaltene Zisterzienserabtei Burgunds. Sie wurde vom heiligen Bernhard Anfang des 12. Jahrhunderts gegründet. Die Klosteranlage wurde 1981 in die UNESCO-Weltkulturerbe-Liste aufgenommen, denn der Bau ist nicht nur ein Manifest zisterziensischer Baukunst, sondern entspricht zudem weitgehend dem Originalzustand.
schlicht und erhaben wirkt der dreischiffige Innenraum der Abteikirche. Das Auge sollte keine Ablenkung erfahren. Vermutlich aus dem späten 13. Jahrhundert ist der Steinaltar im Chor der Kirche. Im Zentrum steht die Kreuzigung Christi, flankiert von Szenen aus dem Leben des Herrn. Der Altar verdeutlicht, dass im späten Mittelalter das Bilderverbot des heiligen Bernhard nicht mehr respektiert wurde. Die Mönche schliefen durch niedrige Wände voneinander getrennt auf Strohsäcken auf dem Fußboden. Beeindruckend die wunderbar gewölbte Kastanienholzdecke des Schlafsaals. Nahezu vollständig erhalten ist der massive Kreuzgang, der zugleich elegant wirkt. Im Kapitelsaal fanden täglich zur festgesetzten Stunde Lesungen aus der Regel des heiligen Benedikt statt. Ein großes Gebäude in der Klosteranlage ist die alte Schmiede. Über Jahrhunderte hinweg war die Produktion von Metallgeräten die wirtschaftliche Grundlage von Fontenay. Eine besonders malerische Lage weist Semyren-Oxyan auf. Am Fuß des Steinfelsens beschreibt der Fluss eine enge Schleife. Die von der Natur geschaffene Situation war für die Anlage einer Befestigung prädestiniert. Zur Zeit der großen Herzöge galt die Stadt als uneinnehmbar. Historische Wohnhäuser prägen das Ortsbild. Der Bau der gotischen Pfarrkirche begann anfangs des 13. Jahrhunderts. Der Innenraum des Gotteshauses ist ungewöhnlich schmal und hoch. Diese Vertikalbetonung ist untypisch für Burgund und eher ein Kennzeichen für die Kathedralen in Nordfrankreich. In einer der Seitenkapellen ist die Grablegungsgruppe sehenswert. Lebensgroße Skulpturen tragen betont schwere Gewänder und zeigen eine bewegte Mimik. Der Canal de Bourgogne ist die stille Lebensader der Landschaft des Auxois. Er ist auch sehr beliebt bei den Hausboottouristen. Amaud Auxien entschied sich im Jahr 52 vor Christus das Schicksal der Gallier. Vercingetorix wurde mit seiner Streitmacht
von 50.000 Legionären Caesars eingeschlossen. Trotz der Übermacht der Gallier errangen die römischen Soldaten den Sieg. Ein 15 Kilometer langes Bollwerk aus Palisaden und Gräben sowie ein zweiter Wall hinderten die Gallier am Entkommen. Dijon ist ein sehr alter Ort. Schon zur gallorömischen Zeit bestand hier ein Heerlager. Heute ist es eine lebendige und sehr schöne Stadt, die sich seit den Tagen der Herzöge kaum verändert hat. Der halbrunde Place de la Libération wurde im 17. Jahrhundert angelegt. Er gehört zu den schönsten Plätzen Frankreichs. Der ehemalige Herzogspalast dient heute als Rathaus und Museum. Das Kunstmuseum zählt zu den größten seiner Art in Frankreich. Eines der herausragendsten Werke ist das Grabmal Philipp des Kühnen. Auf einer schwarzen Marmorplatte ruht die wunderschöne Liegefigur. Der Sockel ist als Arkadengang mit trauernden Personen ausgebildet. Der Mittelteil des Märtyreraltars zeigt die Versuchungen des heiligen Antonius. Ein gemütlicher Treffpunkt ist der Place Rude mit der Brunnenfigur des traubenstampfenden Winzers. Die Rue de Forges ist eine der charakteristischen Altstadtstraßen von Dijon und mit schönen Gebäuden gesäumt. Für einen Bankier wurde im 13. Jahrhundert das Hotel Embryon errichtet. Gleich daneben steht das Haus Maison von 1560, das der damalige Bürgermeister der Stadt in Auftrag gab. Einen üppigen Skulpturenschmuck im Renaissance-Stil weist die Fassade auf. Wer die Eule an der Kirche Notre-Dame mit der linken Hand berührt, hat einen Wunsch frei. Die im 13. Jahrhundert errichtete Pfarrkirche stellt ein prachtvolles Beispiel der burgundischen Gotik dar. Ein Meisterwerk sind ihre Proportionen. Fantasievolle Wasserspeier zieren die Westfassade. In mehreren Reihen angebracht, ist dies eine sehr originelle Schöpfung. Eine Kriegsbeute von Philipp dem Kühnen ist die Turmuhr mit der Figurengruppe des Jacquemart
dem Stundenschläger. Eine besondere Verehrung wird dieser Marienstatue aus dem 11. Jahrhundert entgegengebracht. Sie zählt zu den ältesten in Frankreich. Als Schauplatz für zahlreiche Filme diente das Maison Millière. Ende des 15. Jahrhunderts, für einen Kaufmann erstellt, hat das Haus bis heute sein mittelalterliches Aussehen bewahrt. Die Katze wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts angebracht. Ein Dach aus glasierten Ziegeln schmückt das Hôtel de Bourges aus dem 17. Jahrhundert. Es ist eines der schönsten Bürgerhäuser von Dijon. Der schlicht und klassisch angelegte Bau besticht durch Verzierungen im Renaissance-Stil. Es wurde für den damaligen Parlamentsvorsitzenden gebaut. Aus der Belle Époque stammt die Markthalle, deren Metallstruktur noch heute genauso aussieht wie zu der Zeit, als das Gebäude errichtet wurde. Etwas außerhalb der Stadt ist der Mosesbrunnen aus dem 14. Jahrhundert zu bestaunen. Der Bildhauer Klaus Luther erreichte mit diesem Werk den Gipfel seines Schaffens. Man hat sich den Brunnen als Mittelpunkt eines Kreuzgangs der ehemaligen Kartause von Jamol vorzustellen. Dieser fiel zusammen mit anderen Baukomplexen dem Wüten der Französischen Revolution gänzlich zum Opfer. Jede der sechs Gestalten ist eine eindringliche Porträtstudie. Unsere letzte Station ist ein Aufenthalt in diesem schmucken Städtchen. Es erhielt sogar den ministeriellen Ehrentitel für den Geschmack bemerkenswerter Ort. Wegen der schwarzen Johannisbeere, die hier ebenso prächtig gedeiht wie der Wein. Die Beerenfrüchte werden zur Crème de Chassis verarbeitet. Das Ganze steigt auf, die heißen Dämpfe natürlich, steigt in diesem Hals, also in dieses Rohr, in den Spanenhals heißt der, gelangt in diese Kupferkugel und ist dann soweit schon etwas abgekühlt. Fällt dann in diesen schwarzen Zylinder. Wenn wir jetzt da 3 Liter mit drin haben, dann dürfen wir das 1,5 Kilo zum Beispiel rein. Wenn der Zuckeranteil drin ist, dann wird es. Ich habe nur Kaffee gekauft.